Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin hier in Stuttgart auf dem Stuttgarter Controlling und Management Forum 2022 und bei mir ist Professor Dr. Barbara E. Weißenberger, Lehrstuhlinhaberin für BWL, insbesondere Controlling und Accounting an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Frau Weißenberger hat hier auf dem Kongress einen sehr, sehr spannenden Vortrag gehalten, über den wollen wir uns jetzt unterhalten. Doch bevor wir einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Dr. Barbara E. Weißenberger. Guten Tag, Herr Blum. Ich freue mich, hier zu sein. Frau Weißenberger, jetzt haben Sie hier einen Vortrag gehalten, der hatte den Titel Management der Transformation. Darum geht es hier auf dem Kongress diesmal. Gedankenstrich, gute BWL als Enabler. Und man überlegt sich ja immer, wenn nichts rüberkommt, dann sollen vielleicht zumindest ein, zwei Gedanken rüberkommen. Und was waren diese Kerngedanken, die bei der Zielgruppe, bei den Teilnehmern hier ankommen sollten? Ja, das kann man in einem klassischen Dreisprung beantworten. Erstens, wenn wir über Transformation reden, dann sprechen wir zwar über Transformation, aber eigentlich geht es bei Unternehmen immer um Gewinn. Gewinn ist aber, das ist der zweite Schritt, nicht allein der finanzielle Profit, sondern ein Unternehmen kann nur dann wirtschaftlich erfolgreich sein, einen wirtschaftlichen Gewinn machen, wenn es auch in den nicht finanziellen Dimensionen Ökologie, Gesellschaft, Governance nachhaltig ist. So, und die dritte Dimension ist, wie wird der Gewinn gemacht, indem Wettbewerbsvorteile gesucht werden, und zwar in dem Feld, in dem wir heute noch einen Konflikt zwischen nicht finanzieller Nachhaltigkeit und finanzieller Profitabilität haben. Mhm. Und diese Konflikte müssen durch kluge Strategien, durch kluge neue Geschäftsideen aufgelöst werden, dass die hochhängenden Früchte der Nachhaltigkeit geerntet werden können. Und da stecken die Wettbewerbsvorteile der Zukunft und in diese Richtung müssen sich Unternehmen transformieren. Mhm. Das ist kurz gefasst die Kernbotschaft meines Vortrags, den ich heute hier gehalten habe. Ich hatte angekündigt, einen sehr spannenden Vortrag, den wir hier im Podcast auch besprechen, nachbearbeiten werden. Ich glaube, das, was Sie gerade angedeutet haben, das macht Lust auf mehr. Jetzt reizt es mich ja quasi direkt schon einzusteigen ins Thema, aber dann würden wir einen Aspekt verlieren, nämlich, dass wir ein bisschen was über Ihren Lehrstuhl, über Sie erfahren. Jetzt muss man auf der anderen Seite natürlich sagen, Sie sind sehr aktiv, Sie sind mit Ihrem Lehrstuhl als Person natürlich in der Controlling-Szene sehr bekannt, aber machen wir es trotzdem für die drei, die Sie nicht kennen, dass Sie da möglicherweise sich ein bisschen vorstellen. Gerne. Ich habe, wie gesagt, an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf den Lehrstuhl für Controlling und Accounting. Controlling, das kann man übersetzen, wenn man es ganz breit fassen will, mit Unternehmenssteuerung. Und ich biete natürlich die unterschiedlichsten Lehrveranstaltungen an. Ich bilde etwa 2000 Studierende jedes Jahr in meinen Veranstaltungen aus. Und in der Forschung beschäftige ich mich mit meinem Team schwerpunktmäßig mit drei Themen. Erstens mit dem Thema natürlich hier auch meines Vortrags. Wie kann man die nicht finanzielle Nachhaltigkeit in die Unternehmenssteuerung integrieren? Denn wir sind zwar sehr gut, was die finanziellen Themen angeht, dabei in der Unternehmenssteuerung, im Controlling, aber die nicht finanzielle Steuerung, die stellt uns vor ganz große Herausforderungen. Da müssen wir viele neue Instrumente und Ansätze entwickeln. Das ist also ein ganz wichtiges Forschungsgebiet. Zweites wichtiges Forschungsgebiet baut darauf auf. Menschen in Unternehmen müssen kluge Entscheidungen treffen. Und wir wissen alle, Menschen entscheiden sich nicht immer rational, sondern häufig gibt es Entscheidungsfehler. Diese Entscheidungsfehler betreffen natürlich auch Nachhaltigkeitsentscheidungen. Das wollen wir nicht. Also wie kann man Entscheidungsprozesse so gestalten, dass einfach Fehler vermieden werden? Und das dritte Forschungsthema, das ich habe, das ist der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Unternehmenssteuerung. Denn der Mensch kann viele Probleme gar nicht mehr alleine lösen, sondern man braucht die Unterstützung von technischen Hilfsmitteln, die riesige Mengen an Daten verarbeiten können, die uns besser zeigen können, wie die Welt tatsächlich funktioniert, damit wir eben gute Entscheidungen treffen. Und das ist mein drittes Forschungsfeld. Okay, kommen wir zurück auf den Vortrag. Und Sie sprechen ja im Vortrag über gute BWL als Enabler für Transformationsprozesse. Richtig. Und wenn wir bei der guten BWL sind, dann sind wir natürlich irgendwo auch beim Einmaleins der Fachbegriffe, beim Einmaleins des Fachgebietes. Sie hatten dort gerade auch einen Begriff erwähnt, nämlich Erfolg, oder Sie hatten es noch konkreter gemacht, Gewinn.
Und wenn wir über diesen Begriff sprechen, dann müssen wir vielleicht mal darüber gemeinsam nachdenken, was ist heute eigentlich am Gewinnbegriff anders, als es noch vielleicht vor 20 Jahren war? Man hat dort eben Gewinnmaximierung als Oberziel des Unternehmens mal ganz schlicht gesagt, aber so würde man das heute wahrscheinlich nicht mehr komplett unterschreiben wollen. Ja und nein. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie man den Begriff Gewinn versteht. Gewinn ist sozusagen so etwas wie ein Kofferwort. Ne? Wir wollen alle Gewinn machen und da können wir uns wunderbar drauf einigen, aber in der konkreten Umsetzung wird es dann schon schwieriger. Sehr häufig versteht man in der Theorie den Begriff Gewinn als rein finanziellen Gewinn. Und um in der Theorie die Modelle einfach zu machen, um zu verstehen, wie betriebliche Zusammenhänge funktionieren, reduziert man dann alles, was im Unternehmen geschieht, auf finanzielle Größen. Und dann kann man natürlich einen finanziellen Gewinn ableiten und dann sagt man, okay, maximiere deinen finanziellen Gewinn, dann machst du alles richtig. Das ist aber eben nur die idealisierte Modellwelt. Das ist ein bisschen, wie wenn Sie sich einen Stadtplan anschauen. Ein Stadtplan ist auch ein idealisiertes Modell. Der zeigt Ihnen, wie Sie von A nach B kommen, so in der Theorie. Jetzt wollen wir aber eigentlich natürlich in der Betriebswirtschaftslehre anwendungsorientierte Hinweise geben. So, und genauso wie beim Stadtplan, wenn Sie den in die konkrete Anwendung übersetzen, dann müssen Sie sich vielleicht überlegen, Mensch, ich habe einen Kinderwagen oder einen Koffer dabei, da kann ich vielleicht einen steinigen Weg nicht lang gehen oder es gibt irgendwo eine Baustelle, Stichwort ne, hier in Stuttgart, da muss ich vielleicht ein bisschen anders an den Bahnhof ranfahren, als ich das im Stadtplan mir angeschaut habe. Und genauso ist das, wenn Sie die betriebswirtschaftliche Idee der Gewinnmaximierung, die in der Modellwelt überhaupt nicht falsch ist, wenn Sie die in die anwendungsorientierte Praxis übersetzen. Denn viele Größen können Sie nicht in finanzielle Ströme übersetzen, also die externen Effekte aus der Nachhaltigkeit. Wenn Sie Ihre wirtschaftliche Macht zum Nachteil einzelner Bevölkerungsgruppen beispielsweise ausnutzen oder wenn Sie das Vertrauen, das auf Märkten ja unbedingt notwendig ist, wenn Sie das nachhaltig schädigen, Stichwort Dieselskandal bei Volkswagen, ne, da war ja das Problem, das Vertrauen vieler Menschen überhaupt in die Automobilindustrie insgesamt ist ja enttäuscht worden. Das hat dem Automobilmarkt insgesamt und damit allen Playern auf diesem Markt, allen Unternehmen, nachhaltig geschadet. Ja? Und diese Dimensionen, die müssen wir eben mit berücksichtigen, wenn wir in die konkrete Anwendung gehen. Und deswegen, weil das heute eben ein Thema ist, was wir verstanden haben, was auch ins Bewusstsein gerückt ist, deswegen versteht man heute in der Anwendung Gewinn eben nicht mehr allein in dieser rein finanziellen Dimension, sondern man sagt, okay, wenn wir über Gewinn sprechen, dann sprechen wir eigentlich über den realwirtschaftlichen Erfolg, der ja im Geschäftsmodell entsteht. Peter Drucker, der amerikanische Management-Denker, hat das zusammengefasst mit den Worten Companies make shoes, not money. Also finanzieller Profit kommt sozusagen am Ende raus, das ist auch in Ordnung, aber es ist dann in Ordnung, wenn wir in den anderen Dimensionen, in den nicht finanziellen Dimensionen nachhaltig sind, also nicht sozusagen finanziell profitieren und dafür diese nicht finanziellen Dimensionen ausbeuten, also Umweltschäden in Kauf nehmen oder die wirtschaftliche Macht und Stärke zu Lasten von Mitarbeitern oder Kunden ausnutzen. Ich glaube, das ist sehr gut, dass wir darüber sprechen, weil wenn man über das Thema Nachhaltigkeit spricht, wenn man über Themen wie Purpose spricht, Sie haben sich dazu auch mal einmal sehr intensiv schon geäußert und natürlich auch gesagt, das ist wichtig, ohne Purpose geht es nicht mehr Unternehmen, dann kommt man natürlich ganz schnell auch in eine Ecke missverstanden zu werden, die da lautet, Mensch, Gewinn ist nicht mehr so wichtig. Möglicherweise ist eine Burnrate sozusagen in einem Startup ist wichtiger, als über betriebswirtschaftliche Gewinnbegriffe zu reden. Da wird dann auch möglicherweise wird eine Burnrate als Erfolgsfaktor gewertet. Das würde ich, habe ich verstanden, würden Sie als absurd betrachten. In der Tat. Hermann Simon hat dazu auch ein Buch verfasst, das ist, hat einen witzigen Titel. Kennen Sie sicherlich, am Gewinn ist noch keine Firma kaputt gegangen. Da setzt er sich ja intensiv mit dem Gewinnbegriff auseinander, hat dann eine zentrale Botschaft sofort am Anfang, wenn er sagt, Gewinn ist und bleibt das alleine Kriterium für nachhaltigen Erfolg und die Überlebensfähigkeit von Unternehmen. Oder er drückt das auch nochmal anders aus, Gewinne sind die Kosten des Überlebens. Und ich habe verstanden, mit ein paar Erläuterungen und Banden, Rahmenbedingungen, die Sie angesprochen haben, sind Sie davon gar nicht weit entfernt? Nein, also ich würde Hermann Simon da sogar durchaus zustimmen.
Glaube aber eben, dass er da manchmal auch ein bisschen missverstanden wird, beziehungsweise er spitzt ja sehr gerne auch in seinen Äußerungen zu. Das ist auch in Ordnung. Natürlich muss ein Unternehmen finanziell profitabel sein, es muss im finanziellen Gleichgewicht sein, aber eine finanzielle Profitabilität über die Gewinnansprüche der Eigenkapitalgeber, risikoadjustierter Kapitalkostensatz, so bemessen wir das ja in der Betriebswirtschaftslehre, die sind eben nur dann gerechtfertigt, wenn wir in den übrigen Dimensionen eben auch nachhaltig sind. Denn was passiert, wenn Sie sich nur auf den finanziellen Gewinn konzentrieren? Dann verlieren Sie Ihre Legitimität, Ihre License to operate, also die gesellschaftliche Grundlage, um überhaupt Gewinn machen zu können. Das kann schleichend passieren, wie man das beispielsweise in der Tabakindustrie, beim Alkohol sieht, im US-amerikanischen Opioid-Skandal. Das kann aber auch ganz schnell gehen. Denken Sie an 2011. Ja, die Laufzeit der Kernkraftwerke war gerade wieder verlängert worden. Ja, die großen Energieerzeuger wie RWE, E.ON, EnBW, die haben sich gefreut, weil die Kernkraftwerke waren abgeschrieben. Das heißt, der Deckungsbeitrag, der war im Prinzip auch gleich das EBIT, was in die Kasse geflossen ist. Da hat man sich total gefreut. So, dann kam Fukushima. Und es hat nur 3 Tage gedauert, bis die Bundesregierung diese Laufzeitverlängerung rückgängig gemacht hat und dieses Geschäftsmodell mit einem Schlag delegitimiert war. Und Sie haben ja hier in Baden-Württemberg ist ja EnBW sehr stark. Und Sie wissen ja, welche Anstrengungen es dieses Unternehmen gekostet hat, um wieder auf einen guten Kurs zu kommen, um sozusagen die Folgen der Energiewende zu überwinden. Bei RWE und E.ON ist es ganz ähnlich gewesen. Und wenn wir heute über Uniper reden, die sind ja im Prinzip nichts anderes als die Bad Bank der Energieindustrie gewesen, wo man dann im Prinzip Dinge gemacht hat, die man vielleicht ohne diesen Druck aus Fukushima schon vorher hätte anstoßen können, wo man die Transformation hätte besser mit mehr strategischem Weitblick, langsamer, sozialverträglicher und möglicherweise auch mit besseren Projekten hätte realisieren können. Mhm. Damit sind wir natürlich beim Kernthema dieses Kongresses angekommen. Hier ging es um Transformation. In jedem Vortrag quasi ging es darum, nicht nur, weil das natürlich auch ein Thema des Kongresses war, sondern weil es natürlich ein Kernthema in den Unternehmen, in den Konzernen auch ist. Man muss sich damit beschäftigen. Mhm. Mal geht es schneller, mal geht es langsamer. Auch die Umwelt ändert sich natürlich teilweise massiv und man kann manchmal auch nur hinterherlaufen. Vielleicht sollten wir wieder über gute BWL an der Stelle nachdenken. Vielleicht einmal aus Sicht von Unternehmen oder in Unternehmen, dann machen wir das auch gleich nochmal, was ist gute BWL, die an Universitäten gelehrt werden kann. Aber bleiben wir zunächst erstmal bei Unternehmen. Was ist gute BWL als Enabler solcher Transformationsprozesse? Was macht diese BWL aus? Ja, eine gute BWL ist sozusagen die Wissenschaft darüber, wie sich Unternehmen im weitesten Sinne organisieren müssen, um eben diesen Transformationspfad entlang gehen zu können. Dazu gehört also beispielsweise ein Verständnis dafür, was steht eigentlich strukturell hinter Wettbewerbsvorteilen. Ich sprach das vorhin mit dem Thema der hochhängenden Früchte sozusagen an. Dann gehört es dazu, wenn Sie diese Vision entwickelt haben, die PS, wenn ich das mal so salopp sagen darf, die PS dann tatsächlich in der Organisation auf die Straße zu bringen. Da geht es weniger darum, wie macht man das jetzt konkret technisch. Dazu sind viele andere Fächer da. Ja? Also in einem Automobilunternehmen wären das die Ingenieure beispielsweise. Ja? Oder in einem Krankenhaus wären das die Ärzte, die sich Ärztinnen, die sich da Gedanken machen. Aber die Frage, wie organisieren wir das? Wie führen wir das? Da ist die BWL maßgeblich. Und die Betriebswirtschaftslehre zeigt zum einen, wie man die Dimension Leadership da an der Stelle ausfüllen kann. Also wie man im Prinzip durch die Ausrichtung der Mitarbeiter, durch die Motivation, durch die Inspiration, durch die Richtung, die man vorgibt, sozusagen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf das Ziel einschwört, auf die Richtung, in die man gehen will, damit auch das kreative Potenzial weckt, was so wichtig ist. Und auf der anderen Seite hat die Betriebswirtschaftslehre ein wunderbares Instrumentarium, was die Steuerung angeht, denn Unternehmen sind ja letztlich nichts anderes als rationale Veranstaltungen, mit denen wir zielorientiert das, was wir gemeinsam arbeitsteilig
tun können, auch tatsächlich realisieren. Ja, dazu müssen wir eine Vorstellung haben, was wollen wir machen und wer macht das. Das wäre die Planung und die Organisation. Wir müssen gucken, haben wir das geschafft? Das wäre dann die Kontrolle. Wir müssen sagen, Mensch, wir ernten die Früchte. Das wäre die Incentivierung. Ja, wir müssen die richtigen Menschen finden und auf die Stellen setzen. Das wäre das ganze Thema Personalmanagement. Und dann gehört dazu natürlich, das ist sozusagen der dritte Baustein der guten BWL, neben Leadership, neben Steuerung, das ist sozusagen die Wertkette gestalten, also der Blick darauf, welche Funktionalitäten brauche ich im Unternehmen. Ich brauche eine gute Beschaffung, ich brauche eine gute Produktion, ich brauche einen guten Absatz, ich brauche gute begleitende Prozesse, die dafür sorgen, dass das, was ich möchte, nämlich eine bestimmte Dienstleistung erstellen, ein Sachgut produzieren, was immer ich mir da jetzt konkret vorstelle, dass das tatsächlich auch so gelingt, wie ich mir das in meinem Kopf vorgestellt habe. Mhm. Und das ist gute BWL. Okay. Also eigentlich eine allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Jetzt haben Sie gerade gesagt, wir müssen die richtigen Menschen finden und an die richtigen Positionen setzen. Und wenn man über Menschen nachdenkt, dann ist das Management der Zukunft von morgen, wird heute natürlich an Universitäten ausgebildet. Und Richtig. Sie lehren BWL und machen sich natürlich viele Gedanken, wie mache ich das am besten, damit meine Studentinnen und Studenten, wenn sie denn in die Praxis kommen, auch ja, Mehrwert stiften können. Mhm. Und wenn man dann sich überlegt, dass wir uns ja in einem Transformationsprozess überall befinden, Disruptionsprozesse überall stattfinden, dann kommt man natürlich auch ziemlich schnell dahin, dass das auch möglicherweise für die BWL gilt. Warum sollte das nicht für die BWL gelten? Also auch hier starke Verwerfungen. Wie bildet man an Universitäten heutzutage noch gute BWL aus? Man bildet gute BWL aus, indem man zum einen mal die Wurzeln des Fachs nicht vergisst. Also die allgemeine Betriebswirtschaftslehre wird weiterhin gebraucht. Das Denken vor allem in Zusammenhängen muss aber gelehrt werden. Also die Funktionssilos, die man früher hatte. Ich gucke mir nur meinen Beschaffungsbereich an und der Rest interessiert mich nicht. Oder ich schaue mir nur meine Planung an und mache Planung und der Rest interessiert mich nicht. Die überwinden wir ja in den Unternehmen und genauso müssen die auch in der Lehre überwunden werden. Das heißt, ich versuche meinen Studierenden immer wieder durch Case Studies, durch kleine Brain Teaser, durch praktische Probleme, die ich mit ihnen diskutiere, immer natürlich auch bei aller Fachlichkeit, wenn wir über Kostenrechnung reden, wenn wir über Planung reden, nicht nur das Instrumentelle nahezubringen, sondern auch zu zeigen, wie ist es dann im Unternehmen insgesamt eingebettet. Oder dann auch mal ethische Themen zu diskutieren, mal zu sagen, okay, jetzt müssen Sie da einen Mitarbeiter freisetzen, der hat eine Familie und der sagt, ich bin älter, ich finde keinen Arbeitsplatz mehr. Gäb's nicht auch andere Lösungen? Oder was ist jetzt eine ethische Verhaltensweise? Wie sind Sie, das würde ich dann mit meinen Studierenden diskutieren, wo ist die Verantwortung gegenüber diesem Menschen? Wo ist die Verantwortung gegenüber dem Unternehmen? Wie gehen Sie mit diesem Spannungsfeld um? Das heißt, es geht sozusagen nicht nur um die rein fachlichen Kompetenzen, sondern es geht darüber hinaus auch so ein bisschen die Weiterentwicklung der menschlichen Kompetenzen, die sozusagen über das rein fachliche hinausgehen. Und ganzheitliches Denken, das ist eigentlich so das Zentrale, was am Ende bei einem guten BWL-Studium herauskommt. Ja? Mhm. Denn man muss eins sehen, der BWL-Absolvent, der ist natürlich nicht derjenige, der eine tolle neue technische Lösung erfindet. Das kann der nicht, dafür hätte er Ingenieurwesen studieren müssen. Sondern der BWL-Absolvent oder die BWL-Absolventin, das sind diejenigen, die die unterschiedlichsten Fachkräfte, die es gibt, zusammenführen und dafür sorgen, dass am Ende ein gutes Ergebnis rauskommt. Lassen Sie mich noch ein Beispiel bringen, was man vor allem bei Start-ups als Problem sieht, die vor allem technisch getrieben sind, wo Sie also Ingenieurinnen und Ingenieure haben, die eine kluge Geschäftsidee entwickeln. Die machen was ganz Tolles, die machen ein ganz tolles Produkt, die designen und dann entwickeln sie. Und dann entwickeln sie weiter und dann entwickeln sie noch schöner und noch schöner und noch besser. Und denke nicht daran, dass Sie sich überlegen müssen, wie produziere ich das denn, wo kommen die Materialien her, wie baue ich den Vertrieb auf, wie gewinne ich Kunden, wie kann ich den Prozess überhaupt überwachen, ist das vernünftig, was ich mache, beuten wir uns da nicht gerade selber aus. Das vergessen die und dann scheitern die. Und der gute Betriebswirt, der versteht zwar nicht viel von der Technik, aber der ist in der Lage, genau diesen Begleitservice zu leisten. Und der ist halt einfach unverzichtbar, damit insgesamt aus dem Zusammenspiel aller Funktionalitäten ein gutes Produkt, ein im Wettbewerb erfolgreiches
nachhaltiges Unternehmen entsteht. Jetzt sind wir hier auf dem Stuttgarter Controlling und Management Forum und da möchte ich es natürlich nicht sein lassen, Ihnen auch eine Controlling-spezifische Frage zu stellen. Das wäre dem Peter Horvath sehr, sehr wichtig gewesen. Momentan ist es so, dass sich Controlling in unterschiedliche Rollenbilder aufteilt, dass man versucht eben festzuhalten, dass eben der Controller, die Controllerin nicht die eierlegende Wollmilchsau sein kann, sondern dass es Spezifizierungen gibt. Da gibt es auch ganz tolle Ideen, auch den Controlling Excellence Award im letzten Jahr hat Bosch gewonnen, weil die ein sehr gutes Rollenbild auch Modell vorgelegt haben und es auch tatsächlich leben. Ja. Aber man fragt sich doch im Grunde genommen, ist es da schon? Wie entwickelt sich Controlling vor dem Hintergrund, den wir jetzt gerade besprochen haben, vor dem Hintergrund der guten BWL? Wie entwickelt sich Controlling weiter? Reicht es jetzt einfach, Rollenbilder aufzubrechen und dann ist wieder alles gut fürs Controlling oder passiert da noch viel mehr? Ja, das ist eine gute Frage. Also Rollenbilder aufbrechen, so einfach ist das ja gar nicht. Aber Sie haben natürlich recht, es reicht nicht, irgendeinen Etikettenschwindel zu betreiben oder vielleicht jetzt ans Türschild zu kleben, so du bist jetzt der Business Partner oder du bist der Data Governor oder du bist der Data Scientist. Das sind ja Beispiele für diese Rollen, die ja bei Bosch auch explizit definiert wurden. Zum einen mal, wir sprechen zwar von Controlling, aber Sie haben ja Ihren Podcast auch genannt, Podcast für Controller und CFO. Und das C steht ja nicht für Controlling, sondern für Chief und das F steht für Finance. Ja? Das heißt Chief Financial Officer. Und der Chief Financial Officer, der leitet die gesamte Finance-Funktion. Und Controlling entwickelt sich sozusagen immer stärker in Richtung eines integralen Teils der gesamten Finanzfunktion. Wir betrachten heute die Finanzfunktion integriert, weil natürlich die Finanzzahlen im Kontext einer integrierten Rechnungslegung, wozu ich ja auch viel geforscht habe, die im Controlling verwendet werden, die kommen ja aus dem Accounting. Ja? Und eine solche Finanzfunktion ist letztlich sozusagen, wenn man mal die Dimension Leadership ein bisschen rausnimmt, da leistet sie zwar auch einen Beitrag, aber das ist nicht das Kerngeschäft und sagen wir so, das reine Funktionenmanagement in der Wertkette ist es auch nicht, aber das deckt im Prinzip die gesamte Unternehmenssteuerung mit ab und ist sozusagen, wenn Sie jetzt ein mittelständisches Unternehmen haben und Sie haben da zwei Geschäftsführer und der eine ist der technische Geschäftsführer, der sozusagen auch den Vertrieb macht und das andere ist vielleicht die kaufmännische Geschäftsführerin, das ist sozusagen das, wo Controlling heute stattfindet. Und man spricht da gerne vom Business Partner. Ich tue mich inzwischen mit dem Rollenbegriff ein bisschen schwer, weil der ist schon so alt. Und ich habe das Gefühl, seit 30 Jahren wollen die Controller Business Partner werden. Warum haben sie es nicht bis jetzt geschafft? Naja, in gewisser Weise schaffen sie das gerade, weil sie entwickeln sich dahin, dass sie quasi für die kaufmännischen Themen der Sparringspartner werden, weil eben das, was früher die Controller und Controllerinnen so aufgehalten hat, dieses Datensammeln und Aggregieren und Fehler suchen und nochmal anrufen, du hast mir den Umsatz X durchgegeben, das kann doch so gar nicht stimmen und warum ist der Planwert Y so komisch, das wird heute ja zunehmend an technische Systeme delegiert, an künstliche Intelligenz. Wir haben beispielsweise künstliche Intelligenz, die inzwischen Umsatzforecasts macht. Da brauchen Sie gar keine händischen Forecasts mehr machen. Das gibt den Controllern viel mehr Freiräume, sich ins Geschäft einzumischen. Bedeutet aber gleichzeitig auch eine grundsätzliche Änderung, denn früher waren Controller, wenn Sie so wollen, die Art multifunktionale Sturmtruppe. Das heißt, wenn Sie sprachen eben Bosch an, wenn Sie heute im Bereich Werkzeuge Controller waren, dann konnten Sie morgen problemlos in den Automotive-Bereich wechseln und übermorgen vielleicht in irgendein anderes Geschäftsfeld. Heute ist der Controller viel näher am Kunden und am konkreten Geschäftsmodell ran. Das heißt, er muss wirklich Geschäftsverständnis mitbringen. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Sie haben hier einen spannenden Vortrag gehalten und ich glaube, es ist gelungen, ja, diese spannenden Impulse auch hier in den Podcast überzubringen. Man spürt natürlich, dass Sie für dieses Thema brennen. Das war Professor Dr. Barbara E. Weißenberger von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Herzlichen Dank für diesen Podcast. Gern geschehen.